Heute in Brisant bei uns, liebe Zuschauer, so außerdem Geldregen zu Weihnachten, wie ein spendabler Unternehmenschef seine Angestellten zu Tränen rührt und Model Barbara Meyer erzählt uns, warum sie sich gemeinsam mit anderen Prominenten gegen Blutkrebs engagiert. Auch das gleich bei uns in Brisant. Ich freue mich sehr auf Sie. Herzlich willkommen zu Brisant, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie bei uns sind. Legen wir gleich los. Es ist diese eine Frage, die man sich stellt. Was mache ich eigentlich, wenn ich sehe, es wird ein Mensch direkt vor meinen Augen angegriffen und sogar mit einem Messer bedroht? Zu so einer Situation kam es in einem Supermarkt in Westfalen. Ja, und nur durch das beherzte Eingreifen von Kunden mit Gehstock und Gemüse in der Hand konnte wohl Schlimmeres verhindert werden. Das hoffen wir ganz stark. Wir reden gleich über einen unverhofften Geldregen, der auf Mitarbeiter einer Firma in den USA einprasselte. Ja, und die fühlten sich dann wie im Märchen. Später dann mehr dazu bei uns in der Sendung. Gespannt wurde heute nach Hessen geschaut, denn dort ging der Streit um Werbung für Schwangerschaftsabbrüche in die nächste Runde. Und es kamen auch viele Unterstützer von Christina Henle. Die Ärztin hat sich über das Gesetz hinweggesetzt und Schwangere in ihrer persönlichen Entscheidung lückenlos aufgeklärt. Heute nun die Neuauflage des Prozesses. Es ist eine Urangst für Menschen mit Klaustrophobie. Man fährt im Fahrstuhl und plötzlich steckt man fest. In Berlin ist genau das passiert. Ein Vater ist mit seiner 7-jährigen Tochter in einem Fahrstuhl an einem U-Bahnhof eingeschlossen. Nichts bewegt sich mehr, die Tür bleibt zu. Die Rettungskräfte hatten dann alle Hände voll zu tun, die beiden da rauszuholen. Jetzt zu einer Geschichte, bei der wohl sehr, sehr viele sagen werden, was bitte für gigantische Chefs haben die denn? Die Mitarbeiter einer Immobilienfirma in den USA haben, ja, sagen wir mal, sehr großzügige Bosse. Denn so kurz vor Weihnachten lassen sie einen wahren Geldregen auf ihre Mitarbeiter prasseln. Und die können ihr Glück kaum fassen. Sind Sie aber happy? Und was hat Ihnen Ihr Chef eigentlich so zu Weihnachten geschenkt? Erzählen Sie es uns auf den Brisant-Seiten in den sozialen Netzwerken. Freuen wir uns sehr drauf. In München gab es einen riesigen Polizeieinsatz. Eine Hundertschaft ist zu einem Hochhaus ausgerückt. Und das hier war der Grund. Ein leichter Schnupfen, ein kleiner Schnitt im Finger und dann ab mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie bitte? Der ist ja eigentlich dafür da, Menschen in dringenden Notfällen zu transportieren. Mittlerweile ist der Rettungswagen als Taxiersatz aber Realität. Es gab sogar mal den Fall, dass jemand Parkgebühren an der Klinik sparen wollte und deshalb den Rettungswagen alarmiert hat. Es wird prominent bei uns mit, aber eine Riesenüberraschung für alle Fans. Doch vorher zur letzten großen Gala des Jahres in Deutschland. Brisant Prominenz. Spenden sammeln für die Leukämie-Stiftung heißt es heute Abend in Leipzig bei der José Carreras Gala. Viele Prominente haben sich ja angesagt, nicht nur um als Künstler aufzutreten, sondern auch am Telefon die ein oder andere Spende entgegenzunehmen. Wie schon in den vergangenen 25 Jahren übrigens. Model Barbara Meyer ist dieses Jahr dabei und telefoniert vielleicht sogar mit Ihnen, wenn Sie spenden wollen. Unsere Promi-Expertin Susanne Kleen hat sie vor der Gala getroffen. Und alles rund um die Gala heute Abend, alle Künstler, Telefonpromis und wie Sie spenden können, gibt es auch bei uns im Netz unter brisant.de. Es gibt sehr, sehr schöne Neuigkeiten von ABBA, liebe Zuschauer. Fans dürfen sich auf zwei neue Songs freuen, hören wir gleich mehr dazu. Bis es aber soweit ist, müssen wir uns noch mal so ein bisschen mit den Kulthits zufrieden geben, wie mit Gimme, Gimme, Gimme zum Beispiel. In 6 Ländern schoss der Song auf Platz 1 in den Charts. Entstanden übrigens aus der Feder von Benny Andersen und Björn Olveus. Und letzteren haben wir getroffen und mit ihm über eine Sache gesprochen, die ihm sehr am Herzen liegt. Ach, die hören wir doch ganz gerne. Und wissen Sie eigentlich, was Björn von ABBA mit Roland Kaiser und Maite Kelly zu tun hat? Auf brisant.de verraten wir es Ihnen. Jetzt zu einem riesen Hollywood-Star, Reese Witherspoon, die ganz gern mal das Blondchen-Image in ihren Filmen bedient hat, wird ihr oft unterschätzt. Dabei ist sie eine knallharte Geschäftsfrau, die vor allem um bessere Jobs für Hollywoods Frauen kämpft. Davon gibt es immer noch viel zu wenig. Und weil sie das mit viel Engagement tut, wurde sie jetzt ausgezeichnet und hat gleich mal ihre ältesten Kinder
mitgebracht. Hier sehen wir sie. Doch die Hauptperson ist natürlich sie. Ja. Das stimmt allerdings. Schluss mit der Feierei im thailändischen Königshaus bei König Rama X. Ein halbes Jahr nach der Krönung. Soweit also zum thailändischen König. Die Nachricht vom Tode Marie Fredrikssons hat Anfang der Woche alle Roxette-Fans erschüttert. Jetzt gibt es die Möglichkeit, persönlich von der Sängerin Abschied zu nehmen. Bei Filmen aus Österreich denken ja viele an Heimatfilme wie Sissi, aber es geht auch düster, durchaus. Im aktuellen Film Steirerkreuz spielt Julian Weigand mit, der bis zuletzt an der Seite von Schimanski ermittelt hat und der hier einmal die Rolle eines Verdächtigen übernimmt. Mit dabei ist auch Miriam Stein und beide stammen aus Österreich, leben aber schon seit vielen Jahren weit weg von da. Wir haben die zwei Schauspieler in Berlin getroffen. Und das war's schon von uns. Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Machen Sie's gut. Ciao. Wie gesagt, 20.15 Uhr, der neue Steirer-Krimi, legen wir Ihnen ans Herz. Und das war's schon von uns. Jetzt kommt, wer weiß denn sowas, eine lustige Runde heute mit Ilka Bissin und Michael Mittermeier. Viel Spaß dabei. Und morgen freut sich dann Mareile auf Sie. Machen Sie's gut. Wunderschönen Abend. Ciao.